Nehmen wir mal das Prinzip der Nachhaltigkeit. Ich bin dafür, dass wir die Idee der Nachhaltigkeit auch zum Zentrum unserer Programmatik machen. Aber wenn ich das heute lese, dass also mit uns konkurrierenden Parteien Nachhaltigkeit für sich als Wert reklamieren, und wenn ich dann täglich die Fernsehnachrichten sehe, dass auf der einen Seite eben in der Finanzwirtschaft die Kurzfristigkeit und Verantwortungslosigkeit dominiert wie nirgendwo. Da ist nichts nachhaltig, da ist alles kurzfristig und verantwortungslos. Und diejenigen Parteien, die die Nachhaltigkeit reklamieren, haben diese Kurzfristigkeit und Verantwortungslosigkeit, Shareholder Value und was weiß ich alles, zum System erhoben. Dann wird die Forderung nach Nachhaltigkeit ja einfach zum Witz. Und wenn ich dann gleichzeitig erlebe, dass die Parteien, die Nachhaltigkeit fordern, in Afghanistan mit dabei sind, und wenn ich dann also sehe, dass dort Kinder ermordet werden und es erhebt sich gar kein Aufstand hier, man empört sich noch nicht einmal. Und wenn ich dann sehe, dass die neuen Gruppierungen der Nachhaltigkeit, also SPD und Grüne in Libyen mit dabei, am liebsten mit dabei werden, wenn eben die Nachhaltigkeit herbeigebombt wird, dann denke ich manchmal, ich bin in einem Irrenhaus. Nachhaltigkeit ist nur ein wirklicher Anspruch, der durchdekliniert werden muss. Wir haben so angewohnt, die Realität überhaupt nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen, die Wirklichkeit überhaupt nicht mehr zu begreifen. Nachhaltigkeit setzt voraus, dass man die Wirklichkeit überhaupt noch begreift und setzt zum Beispiel voraus, dass man begreift, was es bedeutet, wenn abends gemeldet wird, da sind Kinder ermordet worden. Im Interesse, ja, von was? Und deshalb will ich auch hier noch einmal sagen, dass wir natürlich in diesem Programm unmissverständlich festschreiben werden, das sage ich jetzt ein bisschen bösartig, dass Willy Brandts Vermächtnis von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg werden, dass dieses Vermächtnis zum unverrückbaren Bestandteil auch der Linken wird, im Gegensatz zu allen anderen Parteien. Dass dieses ganze verlogene Gesumse, wir können doch nicht tatenlos zusehen, wie Menschen umgebracht werden und deshalb müssen wir Militär hinschicken, dass dieses verlogene Gesumse schon deshalb zutiefst amoralisch ist, weil wir seit Jahrhunderten tatenlos zusehen und seit Jahrzehnten aktuell, wie Menschen verhungern, an Krankheit sterben, obwohl wir die Möglichkeit hätten, mit viel, viel weniger Geld diese Menschen alle zu retten, Millionen zu retten. 100 Milliarden, so ein amerikanischer Dollar, Senator, kostet der Afghanistan-Krieg pro Jahr. Mit all diesem Geld können wir Millionen Menschenleben retten. Eine Gesellschaft ist pervers, wenn sie nur dann Menschenleben retten will, wenn sie gleichzeitig auch leider andere Menschen umbringen muss. Aber wenn sie das nicht kann, dann steht das Geld nicht zur Verfügung. Ja, eine Wirtschaftsordnung, die letztendlich auf ständige Steigerung der Gewinne und auf Mehrverbrauch orientiert ist. Eine Wirtschaftsordnung, die das Handelssubjekt nicht in die eigene Verantwortung setzt. Auch in die eigene Verantwortung im Umgang mit der Natur. Eine solche Wirtschaftsordnung kann nicht Bestand haben. Und deshalb ist, ich komme nochmal darauf zurück, diese Vokabel vom grünen Kapitalismus, das ist eine, Entschuldigung, Green New Deal heißt das. Freudsche Fehlleistung. Also, die Wirtschaftsordnung vom Green New Deal, das ist eine reine Mogelpackung. Wer die Systemfrage nicht stellt, wer die Frage nicht aufwirft, ob eine Wirtschaftsordnung, die auf Gewinn- und Umsatzsteigerung orientiert ist, ob diese Wirtschaftsordnung in der Lage ist, die Umwelt zu schützen, der verfehlt das Thema. Wir, die Linke, wir müssen diese Frage aufwerfen. Nur dann kann man nämlich auch Frieden herstellen. Wer nicht gelernt hat, den Frieden mit der Natur herzustellen, wie soll er lernen, den Frieden mit den Mitmenschen herzustellen? Da sind wir wieder eben bei der Verbindung, die ich ganz zu Anfang genannt habe. Und deshalb möchte ich schließen mit einem Zitat von Jean Jaurès ganz bewusst.
weil er eine bestimmte Tradition in der Arbeiterbewegung verkörpert und weil er den Zusammenhang auf den Punkt gebracht hat. Er sagte einmal, der Kapitalismus als die Wirtschaftsordnung, in der man dadurch reich wird, dass man andere für sich arbeiten lässt und in der man den Gewinn ständig steigern will. Diese Wirtschaftsordnung trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Und deshalb wollen wir diese Wirtschaftsordnung überwinden. Die Gelegenheit, eine Weile zu diskutieren, eine halbe Stunde ungefähr. Und nun sind wir sehr, sehr viele. Ich bitte all die, die sich zu Wort melden wollen, die vielleicht einen eigenen Gedanken haben, die etwas kommentieren, etwas kritisieren wollen, auch das darf man bei uns, sich zu melden. Ich versuche, bleibt bitte.